zu besiegen. Jetzt dürfen wir wieder warten, bis einer herkommt. Oder wir gehen das Risiko ein. Ich glaube, wir warten. Protokoll 10 wird den Abschaum aus dieser Stadt spülen. Ja, ich weiß. Protokoll 10 ist ein Lieblingswort in diesem Spiel. Das weiß ich wohl. So, du Depp, dann komm mal her. Lass dich von mir auseinandernehmen. Ich weiß, was du beim letzten Mal getan hast. Ihr dürft es auch nicht unterschätzen. Und es war ein Fehler. Zu mir! Ziel gesichtet! Ja, war klar. Er ist bei euch im Raum. Irgendwo. Nicht abschalten. Die Zielperson kommt hier lang. Weggehen. Ist vielleicht ein bisschen feige, aber es ist effektiv. Und nichts geht über Effektivität. Zielperson weiter verschwunden. Kommst du mal einen Schritt näher, bitte? Okay, kommst du hier einen Schritt näher? Batman, mir jagt man keine Angst ein. Verstecken Sie sich ruhig hinter dieser Maske. Ich werde Sie von Ihrem zerschmetterten Gesicht reißen und der Welt zeigen, was dahinter liegt. Ich glaube nicht, dass er es so einfach hat. Wow! Nicht so einfach, wie ich hier es habe. Die Zielperson kommt hier lang. Was zum Rauch? Mord halten hier. Du machst mir zu viel Krach. Zielperson setzt neben. Ziel jetzt in Bewegung. Enttäuscht mich nicht. Batman ist mit euch da drin. Haltet ihn auf. Better way, action. Better way, action. Und nochmal. Ihr wart auch schon mal empfindlicher gegenüber den Better Wings. Als sie noch aus Holz waren und richtig wehgetan haben. Ich bin besser als Sie, Mr. Wayne. Ich glaube nicht. Weil ich kann mich bei dir reinhacken. Das kannst du nicht. Warte, wo war denn das? Das war hier, ne? Ja, genau. Die zerschmetterten Körper, die Sie in dem Raum zurückgelassen haben, kümmern mich nicht. Sie mich hören, Mr. Wayne? Natürlich können Sie das. Damit das klar ist, Sie können mich nicht besiegen. Ich bin unantastbar. Das ist nicht das vielleicht. Gosse. Vielleicht möchten Sie hier sterben, Mr. Wayne. Das ließe sich einrichten. Das war abgelehnt, ja. Nein, okay. Das hatten wir doch auch schon mit allem. Oder irre ich mich da? Ich weiß, dass Sie da sind. Sie können nicht fliehen. Das ist nicht. 3 Jahre später.
Die zerschmetterten Körper, die sie in dem Raum zurückgelassen haben, kümmern mich nicht. Es ist nichts dabei, was passt. Auch absolut nichts. Oder gibt's noch irgendwas hier, was ich noch nicht entdeckt habe? Hier einfach durch ich die Scheibe. Ich weiß, dass sie da sind. Sie können nicht fliehen. Nee, es muss hier durch das Ding jetzt gehen. Was haben wir denn hier? Ein Feuermischer. Können Sie mich hören, Mr. Wayne? Natürlich können Sie das. Damit das klar ist, Sie können mich nicht besiegen. Ich bin unantastbar. Okay, so viel zum tollen Feuerlöscher. Okay, also müssen wir hier wohl doch reinhacken. Die Frage ist halt nur. Vielleicht möchten Sie hier sterben, Mr. Wayne. Und wieso gehen das Sie hier ließe sich einrichten? Ist es, weil ich hier am Hacken bin oder wie? Muss ich hier also ein bisschen gucken. Ich könnte auch von da oben vielleicht angreifen. Vielleicht. Wir hatten doch hier noch einen Lüftungsschacht. Ich bin besser als Sie, Mr. Wayne. Ich glaube nicht. Nein, das war nicht die Lampe. Das war in der anderen Richtung hier. Nämlich hatten wir doch hier. Die zerschmetterten Körper, die sie in dem Raum zurückgelassen haben, kümmern mich nicht. Das habe ich mir fast gedacht. So. Jetzt irgendwie hier nach hier hinten hin. Geht das? Nein, natürlich nicht so einfach. Ich hätte den aufs Dach. Können Sie mich hören, Mr. Wayne? Natürlich können Sie das. Damit das klar ist, Sie können mich nicht besiegen. Ich bin unantastbar. Merkwürdig, merkwürdig. Oder? Ich will mir noch einen zweiten Mal kommen. Wie den hier zum Beispiel. Also, dann kommen wir. Ich bin besser als Sie, Mr. Wayne. Er ist quasi über dem, wo ich gerade war. Ich verstehe. Hier haben wir noch einen. Der ist aber auch unter der Treppe. Also, am Fuß der Treppe, meine ich. Was haben wir hier? Der ist wirklich. Ich weiß, dass Sie da sind. Sie können nicht fliehen. Das sagt er. Was haben wir hier noch? Ah. Nein, was macht er denn? Sollst du gar nicht hochklettern? Du sollst da gar nicht hochklettern. Vielleicht möchten Sie hier sterben, Mr. Wayne. Das ließe sich einrichten. Ja, das ist ja auch ein toller Geheimweg hier. Bringt mich der jetzt irgendwie weiter? Ich glaube nicht. Aber hier hätte ich mich verstecken können für den Kampf, aber das ist ja hier bisher zumindest unwichtig gewesen. Können Sie mich hören, Mr. Wayne? Nein. Natürlich können Sie das. Immer noch damit nicht. Das klar ist, Sie können mich nicht besiegen. Ich bin unantastbar. Habe ich noch irgendwas? Oder war ich ja? Alles nicht vorhanden. Vielleicht stark verschlüsselte Sicherheitskonsole mit Datei und Programm. Ja, okay. Hammer. Ich bin besser als Sie, Mr. Wayne. Gut, entschlüsseln wir jetzt nochmal. Sie haben nicht gewonnen. Hat doch nicht funktioniert. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin Ihr Nachfolger.
Ich habe Gotham gerettet. Er tut das einzig Richtige. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Nimm sie ihre Hände weg! Sehen Sie, was Sie getan haben! Das ist großartig, nicht wahr? Auf eine gewisse Art und Weise, ja. Ja! Sie sind erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo, Strange! Der Mensch, lange nicht gesehen. Ihr Auftritt ist jetzt beendet, Professor Strange. Wieso? Ich habe getan, was Sie wollten. In der Tat. Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detective. Er war deine Marionette, Ra's. Wieso? Sie sagten, ich würde Ihr Nachfolger. Das war unsere Vision. Und Sie haben es nicht zu Ende gedacht. Aber... Als Sie kamen, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich Ihnen die Chance, Ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzte Ressourcen für Ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und dennoch haben Sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ra's. Er braucht Hilfe, und zwar sofort! Tu, was du willst, Detective. Für mich ist er längst tot. Ich bin so nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Zu spät. Keiner erhält von mir eine zweite Chance. Das ist ein guter Tag, Detective. Gut? Es werden Menschen sterben. Die Welt vermisst sie nicht. Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Gemeinsam werden wir über die Galaxis herrschen. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Das bezweifle ich. Computer, aktiviere. Protokoll 11. Was tun Sie da? Zugangscode Wayne. Nein! Der belebt sie doch sowieso wieder. In Ordnung? Der Turm ist explodiert. Ich hab's gemerkt. Ein Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Sagen wir's so, er wird einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo? Ist da jemand? Ich melde mich später. Es passiert gerade was. Hallo, Batman. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignoriere ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging. Und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stell für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer.
Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine.